Warum mache ich das wieder? Warum nicht? Warum nicht? Was meinst du denn, warum nicht? Hallo, ich bin Kale Anonymous. Willkommen zu dieser Kingston Indie Hack Episode. In der heutigen Indie Hack Episode stellen wir euch eine echt coole Aufnahmetechnik vor. Bokeh. Also, was ist Bokeh? Der Begriff Bokeh stammt aus dem Japanischen und bedeutet unscharf. Beim Fotografieren ist es die Kunst, einen Teil des Fotos unscharf zu halten. Für die unscharfen Bereiche in diesen Fotos wurde die Schärfe selektiv zurückgenommen. Eine einfache, leichte Technik, mit der du deinen Fotos den gewünschten extra Touch gibst. Du brauchst dazu ein paar Dinge. Eine DSLR mit einer schnellen Blende, ein Kameragestell oder Stativ und ein paar kleine Lichter, die du als Bokeh-Elemente in deinen Fotos einsetzt. Bestimmt hast du noch ein paar Lichter von der letzten Episode mit Tipps zum Lichtmalen übrig. Vergiss nicht, deine Kamera braucht ausreichend zuverlässigen Speicher. Danke! Wir verwenden eine Kingston Klasse 10, die für Fotos großartig ist. Wenn deine Ausrüstung fertig ist, richtest du deine Fotosession mit diesen einfachen Schritten ein. Stell deine Blende auf mindestens f2,08 ein. Besser wären schnellere Blenden wie f2,0, 1,8 oder 1,4. Wenn du keine schnelle Linse hast, kannst du das durch eine größere Entfernung zwischen dem Objekt und den Bokeh-Lichtern ausgleichen. Stell deine Lichter hinter oder vor deinem Objekt auf. Stell jetzt den Fokus manuell auf das Objekt ein, bis das Licht im Hintergrund beginnt, unscharf zu werden. Und jetzt mach die Aufnahme. Das war's schon. Du hast jetzt ein cooles, kreatives Bokeh-Foto. Bei unserem nächsten Trick gehen wir auf den nächsten Bokeh-Level. Wir machen unsere eigenen Bokeh-Formen. Ja, Leute, Licht kann man manipulieren. Man kann Bokeh-Licht mit Schablonen vor der Kameralinse in jedes gewünschte Symbol oder Wort formen. Dazu brauchst du ein paar zusätzliche Sachen. Etwas schwarzes Papier, ein Tapetenmesser oder ein Dekolocher, Schere und Klebeband. Setze deine Linse auf das schwarze Papier und ziehe einen Kreis. Dieser Kreis ist die Schablone, die du auf deine Linse legst. Mit etwas Klebeband kannst du sie einfacher aufsetzen und abnehmen. Schneide dann den Kreis aus, ein bisschen kleiner als der Abdruck, damit die Schablone gut auf die Linse passt. Zeichne jetzt die gewünschte Form in die Mitte der Schablone und schneide sie aus. Achte auf gute, saubere Kanten, dass sich ausgefranste Ecken auf deinem Foto abzeichnen. Du kannst auch einen Dekolocher verwenden. Generell sind größere Formen besser für schnelle Linsen und kleinere Formen besser für langsame Linsen. Wenn deine Form ausgeschnitten ist, legst du die Schablone auf die Linse. Stelle deine Kamera und Lichter neu ein. Mach dein Foto und deine Bokeh-Lichter übernehmen die Form. Du kannst diesen Trick auch bei Videos einsetzen. Einen echt coolen Effekt bekommst du mit beweglichen Lichtern und Reflektoren wie Lichterketten oder Feuerwerk. Okay, Leute, das war unsere Episode zu Bokeh-Lichteffekten. Mit diesen paar einfachen Tricks kannst du deine Fotos und Videos viel cooler machen. Und los geht's, einfach ausprobieren. Und vergiss nicht, dich hier für weitere Indie-Hack-Episoden einzutragen. Also Leute, bis zum nächsten Mal!